Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ermittler TV. Wir sind auf einen Kurztrip gefahren für 3 Nächte und zwar in den Bayerischen Wald. Und wohin es genau ging, das zeige ich euch gleich. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Ja, hallo nochmal. Kurztrip bedeutet für uns 3 Übernachtungen. Es ist auch eine relativ kurze Strecke von uns, von zu Hause aus Mittelfranken. Wir befinden uns im Bayerischen Wald, im wunderschönen Bodenmais. Und hier ist ein brandneuer Campingpark, der während der Corona-Zeit seine Neueröffnung hatte. Und wir nehmen euch mit auf diesen Trip und zeigen euch einige Impressionen, was wir hier auch in der Gegend mit unseren Hunden in nur 3 Tagen unternommen haben. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, der Bayerische Wald ist gleichzeitig ein altes Glasparadies. Hier gibt es also mehrere Geschäfte, Ausstellungsgeschäfte, wo man ja einkaufen kann. Man bekommt mit einer Gästekarte oder wir haben hier eine 5% Ermäßigungskarte bekommen. Das ist nicht viel. Aber jetzt schaut mal, der Bayerische Wald ist ein wenig hügelig und für die Niederländer sehr wahrscheinlich schon Hochgebirge. Ich weiß nicht, ob man das so einfangen kann. Also hier geht es ganz schön den Berg herunter und wir gehen jetzt mal unten in die Innenstadt. Ja, welchen Weg nehmen wir? Den langen, bequemen oder den steilen, kurzen? Es ist schon ziemlich heiß. Wir haben 10.20 Uhr morgens. Ich denke, wir nehmen den bequemen. So, wir haben es bis zum Marktplatz geschafft. Was macht man so als Touri in fremden Orten? Ja, wir gehen mal in eine Kirche rein. Ja, nach dem opulenten Mittagsmahl haben wir uns den Berg ein wenig hochgequält, weil es war natürlich voll die Mittagshitze, aber wir hatten das so geplant, weil wir zum Mittag im Ort essen wollten. Jetzt am Montagabend hat hier die Gaststätte am Campingplatz geschlossen. Gut, man muss da auch nicht unbedingt essen, aber 10 bis 15 Minuten runter in den Ort gehen ist natürlich auch ziemlich anstrengend. Wir haben Ende Juli und haben ca. 30 Grad draußen. Ja, wir haben uns jetzt hier, wie man gerade sehen konnte, die Hunde liegen total schlaff
im Wohnmobil. Wir haben uns hierhin zurückverzogen, haben alles abgedunkelt, zugemacht und haben die Aircondition angemacht. Ich hoffe, ihr könnt mich insofern auch noch ein bisschen verstehen. Ich zeige euch jetzt mal eingeblendet die Energiebilanz. Ja, dafür, dass wir die Aircondition eingeschaltet haben. Ja, obwohl wir oben auf dem Dach ja richtig auch Power haben, sind wir hier aber am Landstrom angeschlossen. Und wie ihr hier seht, ziehen wir gerade 1024, 1026 Watt vom Landstrom. Von oben kriegen wir noch knappe 400 mit hinzugeliefert. Die Batterien sind natürlich voll. Und wir sehen, die AC-Lasten sind bei gut 1300 Watt. Das hängt jetzt definitiv an der Aircondition. Wenn wir vollkommen autark stehen würden, dann könnten wir natürlich nicht so lange die Aircondition laufen lassen. Wir haben sie jetzt auf Stufe 2, aber das zieht richtig Watt. Ich denke mal, wir könnten dann so 1-2 Stunden locker überleben. Ich würde allerdings dann aufpassen, dass unser Kühlschrank halt möglichst dann weiter auf Batterie läuft. Jetzt im Moment ist das easy peasy, haben wir kein Problem, weil wir halt Landstrom hinzuziehen können. Ja, ich bin mal nach draußen gegangen. Also da kriegt man schon so eine richtige Keule vom warmen Wetter ab. Gut, es ist Sommer. Wir beschweren uns nicht über die Sonne. Es ist alles wunderbar. Wir genießen das. Aber wir mussten uns halt drinnen auch ein bisschen abkühlen. Ich schwenke mal hier rum, dann seht ihr so ein bisschen, ja, hier strahlender Sonnenschein. Ich muss selber mal ein bisschen in die Sonne gehen, damit ihr mich seht. Strahlender Sonnenschein und wir freuen uns bereits auf 18 Uhr, weil dann sind die Kinder im Swimmingpool fertig und wir werden dann die Ruhe danach genießen. Dort ist ein Whirlpool-Teil, also ein richtig schöner großer Dach-Swimmingpool mit einer tollen Aussicht auf den Arbor. Jetzt gibt es einen kühlen Snack für die Hunde. Ei, Merle. Eine schöne kalte Möhre. So. Der Swimmingpool ist geöffnet von 7.30 Uhr morgens bis 21 Uhr abends und die Kinder haben die Möglichkeit von 14 Uhr bis 18 Uhr dort zu baden und wir haben vom Swimmingpool aus einen sehr schönen Blick über den Campingplatz und runter auf die Stadt Bodenmais. Ja, wie ihr gesehen habt, haben wir es uns hier richtig gut gehen lassen. In der Kürze der Zeit sind mit den Hunden zweimal in die Stadt gelaufen. Die ist etwa 15 Minuten Fußweg von hier entfernt. Ich will euch jetzt aber noch ein paar Aspekte eben vom Campingplatz zeigen und vorstellen, damit ihr einen Eindruck bekommt. An jedem der großräumig bemessenen Plätze findet sich so eine Stele, an der Strom angeschlossen wird und vor allem auch an jedem Platz befindet sich eine Grauwasserentleerungsstelle und natürlich auch eine Frischwasserentnahmemöglichkeit. Die Plätze sind recht großräumig geschnitten, also sie dürften in der Regel alle um die 100 Quadratmeter etwa sein. Natürlich gibt es hier auch sogenannte Premium-Plätze. Aber ich habe selber keinen großen Unterschied gesehen. Das wird sehr wahrscheinlich nochmal in der Platzgröße begründet sein. In der rechten oberen Ecke des Platzes befindet sich eine Entsorgungsstation. Und wir werfen den Blick jetzt auf den Berg hoch. Dort sehen wir im Vordergrund dieses gelb-braune Gebäude. Das ist eine Spielhalle oder ein Spielhaus für die Kinder mit vorgelegtem Spielplatz. Hier am Platz befinden ist immer von 12 bis 14 Uhr Mittagsruhe, das heißt Anreise ist bis 12 Uhr und Anreise ist bis nach 14 Uhr. Und bis 12 Uhr ist die Abreise. Wir passieren nun
Das Kindergebäude oben ist eine Hausmeisterwohnung untergebracht und wir bewegen uns in der linken oberen Ecke zum Sanitärgebäude. Und was wir da alles finden, das zeige ich euch jetzt gleich an einem Orientierungsschild. Ja, im Sanitärgebäude findet man die üblichen Stationen, um zum Beispiel Wäsche zu waschen und auch um abzuspülen und selbstverständlich duschen und Badegelegenheiten und Waschgelegenheiten. Und im rechten oberen Teil, ich zeige das mal hier im Bild, befindet sich der sogenannte Sky Pool. Und wie jetzt der ganze Platz von oben aussieht, das zeige ich euch in der nächsten Szene. Oberhalb des Geländes befindet sich im Moment noch eine provisorisch ausgestattete Hunderange. Das wird mit Sicherheit über die Zeit noch ausgebaut werden. Und wir schauen jetzt noch einmal auf das Sanitärgebäude, beziehungsweise wo es auch eine Liegewiese gibt, um entsprechend ein Sonnenbad zu nehmen. Und wenn wir jetzt hier herunterschauen, sehen wir, wie ja, der Campingplatz terrassenförmig aufgebaut ist. Die Stellplätze sind einigermaßen eben. Keile oder Hubstützen sind allerdings hier von Vorteil. Und ja, unterhalb des Platzes beginnt dann bereits die Ortschaft Bodenmais. Das war's dann auch schon mit unserem heutigen Beitrag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt vielleicht auch Gefallen gefunden an diesem neuen Campingplatz, Campingpark Bodenmais. Und ich wünsche euch auch noch für den Rest des Jahres 2022 gute Fahrten, viele Erlebnisse und sage Tschüss, bye bye, bis zum nächsten Mal bei Ermittler TV. Times have I fallen for you? Every promise you never deliver.